Also, ich bin ja sonst eher zurückhaltend. Und hier so soziale Netzwerke und so, das ist mir ja eigentlich eh total suspekt. Und als Arbeitgeber, denke ich, sollte man sich da auch besser zurückhalten. Aber ich muss hier jetzt einfach mal ein paar Dinge erklären. Die IG Metall fordert in der aktuellen Tarifrunde 6% mehr Lohn. 6%? Pff, wofür das denn bitte? Zwar herrscht daheim Tarifautonomie, gleichwohl spiegelt die Forderung nach 6% mehr Lohn in gewisser Weise die außergewöhnlich gute Konjunktur wider. Na klar, die Banken fallen uns jetzt natürlich in den Rücken. Was wissen die denn schon? Die haben doch mit unseren Betrieben gar nichts zu tun. Ich sage, höhere Löhne sind einfach nicht zahlbar. Und Herr Dulger sagt das auch. Also Herr Dulger, das ist unser Präsident. Und der muss es ja wissen. Höhere Löhne gefährden nämlich das ganze wirtschaftliche System. Ohne höhere Löhne werden wir keine politische Stabilität bekommen. Politische Stabilität? Was haben wir denn bitte damit zu tun? Dafür haben wir doch Polizei, Bundeswehr, Lehrer, Sozialamt und jede Menge Politiker und alles von unseren Steuergeldern bezahlt. Wo kommen wir denn hin, wenn Unternehmen sich jetzt auch noch Gedanken über die Gesellschaft machen müssen? Und überhaupt, immer diese Arbeitnehmergier. Herr Dulger sagt immer, man darf auch in besseren Zeiten nur so viel draufsatteln, wie man es in schlechteren Zeiten noch erwirtschaften kann. Das heißt, wir müssen uns einfach vorstellen, es wäre immer noch Krise und daran dann den Verteilungsspielraum bemessen. Wir müssen die Arbeitnehmer stärker am wirtschaftlichen Aufschwung beteiligen, der die Welt erfasst hat. Dieses Interesse ist berechtigt. Ach Quatsch, Aufschwung, überall nur Bedrohung, zum Beispiel Digitalisierung und die Umwälzung der Antriebstechnologien. Also hier, Elektroautos und so, das muss alles bewältigt werden. So Zukunft und so. Da muss man doch jetzt sparen, sonst wird das nichts. Und die Aktionäre wollen auch zufriedengestellt werden. Ne? Da ist kein Geld mehr für Lohnerhöhungen drin. Die Löhne müssen endlich wieder stärker steigen. Ich habe meine Volkswirte angewiesen, die Tarifverhandlungen in Deutschland genau zu verfolgen. Was? Die Menschen in der Metall- und Elektroindustrie sind doch zufrieden mit dem, was sie verdienen. Ein ausgeglichenes Geben und Nehmen. Da fühlt sich keiner benachteiligt. Ich sage euch doch, die wollen gar nicht mehr Geld.